Teller in meiner Küche. Ich bin morgen auf einen italienischen Kochabend eingeladen und habe gedacht, ich muss jetzt mal etwas probieren, bevor ich den Leuten das dort zeige und mitbringe. Habe mir da auch ein ganz tolles Rezept rausgesucht. Ich hoffe mal, dass es toll ist. Und zwar möchte ich heute ein Weißbrot mediterran mit getrockneten Tomaten und Pinienkernen machen. Dazu braucht ihr 60 Gramm getrocknete Tomaten in Öl. Die habe ich vorhin abgewogen. Und die gebt ihr jetzt bitte in euren Thermomix und schreddert die, und zwar 3 Sekunden auf Stufe 5. Und der Rezeptehersteller, der schreibt, wer es kleiner mag, der soll einfach, wer noch richtige Stücke im Brot mag, der soll eine kleinere Stufe wählen. Also ich mache es jetzt mal so, wie er es geschrieben hat, 3 Sekunden auf Stufe 5. Finde ich eigentlich auch ganz gut so, so wie es jetzt von der Konsistenz ist. Ich hoffe, das sieht man jetzt. Ich glaube, das ist ganz gut so. Gut. Dann kommt hinzu Wasser, und zwar 140 Gramm. Ich habe das vorhin mal abgemessen, aber mal gucken, ob jetzt. Ja, jetzt sind es 150. Ich denke, das ist auch okay. Dann kommt hinzu 20 Gramm Hefe. Hoppla. So. Das gibt man zu den Tomaten und stellt 2 Minuten auf 37 Grad. Das Ganze lasse ich jetzt mal 2 Minuten rühren auf 37 Grad und hole euch dann wieder dazu. Bis gleich. So. Ein bisschen was in die Decke. Kommt mal in den Topf rein. Das Ganze geht jetzt weiter mit einer Prise Zucker. Dann kommt hinzu 250 Gramm Mehl Typ 405. Weiter geht's mit 45 Gramm geröstete Pinienkerne. Die habe ich jetzt vorbereitet und die sind jetzt auch schon abgekühlt. Die macht ihr bitte ohne Fett in einer guten beschichteten Pfanne. Ich habe da so ein kleines Päckchen gekauft gehabt. Ich zeige euch das gerade mal. Da waren jetzt 50 Gramm drin. Im Rezept steht 45 Gramm, aber diese 5 Gramm, also die wollte ich jetzt nicht aufbewahren. Und habe die jetzt komplett rein. Dann kommt hinzu 10 Gramm Olivenöl. Jetzt darf mir nicht so viel reinrutschen. Jetzt 10 Gramm, ganz genau. Und einen 3/4 Teelöffel Salz. Dann mache ich gern einen ganzen. Ihr kennt mich mittlerweile. Ich liebe ein bisschen salziger. So, das Ganze wird jetzt vermischt. 2 Minuten auf der Kneteigstufe. Wenn die 2 Minuten um sind, hole ich euch wieder dazu. Bis gleich. So, schauen wir mal, wie der Teig aussieht. Ja, also das ist jetzt ein Teig, den ihr nicht kneten könnt. Der ist ziemlich, ja, so breiig.
Duftet aber super lecker nach Italiener. Also ich komme mir vor wie in einer Pizzeria. Und den fülle ich jetzt in dieses kleine Zauberkästchen von der Pampa Chef ein. Ich habe es ein bisschen ausgefettet, weil unten hat es noch nicht die Patina. Ihr wisst ja, wenn die noch so rau sind, dann müsst ihr die immer ein bisschen ausfetten. Und wenn die eine Patina angesetzt haben, dann braucht ihr das auch nicht mehr zu machen. So, das fülle ich jetzt ein in dieses Zauberkästchen. Es ist ein bisschen wenig Teig für dieses Zauberkästchen, aber ich hoffe, dass das trotzdem ein ganz tolles Brot wird, dass es nicht zu flach wird. So, mal gucken, dass ich das alles gut rausbekomme. Messer setzt sich da immer ein bisschen fest, aber ich wecke das ganz gut raus. Ich mache es nochmal so, ich lasse es nochmal, ich schleudere das Ganze nochmal. Schmeckt sogar so schon ganz lecker. Und zwar. Die Turbostufe. Da hat es noch mal ziemlich viel an den Rand gemacht. Ich glaube, mehr kriege ich jetzt auch wirklich nicht raus. So, das Ganze mache ich jetzt mal so, dass es, ich zeige euch das gleich, dass es nicht die ganze Form ausfüllt. Schaut mal, ich mache mal bis zur Hälfte und ich hoffe, dass es nicht jetzt selbstständig auseinanderläuft. Laut Rezept sollte das jetzt bei 50 Grad Ober-Unterhitze für 15 Minuten in den Backofen gehen lassen. Also das ist diese Gehzeit, das macht er bei 50 Minuten oder sie. Wie heißt denn eigentlich derjenige, der dieses Rezept gemacht hat? Moment, das sage ich euch auch gleich mal. Grobilein. Lustiger Name, Grobilein. Wer immer das ist, ob das eine Frau oder ein Herr ist. Ja. Tun wir es mal rein bei 50 Grad für 15 Minuten und danach hole ich euch dazu und zeige es euch nochmal, wie sich dann entwickelt hat. Also bis gleich. Die 15 Minuten bei 50 Grad sind jetzt um. Ich guck mal, wie sich der Teig jetzt entwickelt hat. Schalt auch gleich den Backofen hoch auf 220 Grad. So, ah ja, so heiß ist es noch gar nicht, das kann man angreifen. Schaut mal, so ist es jetzt aufgegangen. Also das hat sich schon ja, verdoppelt mit Sicherheit. Und das Ganze kommt jetzt nochmal rein. Und ich glaube, das ist doch das richtige Brot für den Zauberkasten, auch wenn da so wenig Mehl genommen wurde. Aber jetzt schon allein nach dem Aufgehen sieht es richtig fantastisch aus. Gut. Also, jetzt kommt es rein bei 220 Grad für 25 Minuten in den Backofen. Danach gucke ich es mir an und zeige euch dann entweder es nochmal live oder ich zeige euch zumindest ein Abschlussbild. Und das riecht jetzt schon ganz lecker und ich bin mir ganz sicher, das ist ein richtig tolles Brot für den Sommer. Wenn wir uns nicht mehr sehen, bis dann. Tschüss. Eure Martina. Heute gehe ich auf Großproduktion. Als allererstes habe ich gemacht das Weißbrot mediterran mit getrockneten Tomaten und Pinienkernen. Da hat mir eben der Bäcker gezeigt, dass das jetzt fertig sein müsste. Zwischenzeitlich habe ich noch eine Pizza gemacht und noch ein anderes Weißbrot. Es gibt heute drei Filme am Stück. Ihr werdet es dann sehen. So, aber jetzt erstmal dieses Weißbrot mit diesen getrockneten Tomaten. So sieht es jetzt aus. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das gleich stürzen. Schaut mal, wie schön, dass sich das wirklich löst von der Form.
Hat die Form doch jetzt ausgefüllt, deswegen ist es auch ein niedrigeres, kleines Brot. Es ist einfach, weil die Form ein bisschen größer ist wie, ja, oder ihr müsst einfach dieses Rezept, diese Menge vom Mehl erhöhen. Das müsst ihr euch dann selbst ausrechnen. Ich zeige es euch mal ganz kurz, wie das jetzt knuspert und klingt. Klingt wunderbar. Wow, knuspert wunderbar. Es riecht wie bei einem Italiener. Es ist einfach dieser Steinbackofen-Effekt, die Stoneware so zaubert. Und es schmeckt wirklich, wie wenn es aus dem Ofen rausgekommen wäre. Aus dem Feuerofen, aus dem Steinbackofen. Ich kann es kaum erwarten, aber es ist dampfend heiß. Ich freue mich, wenn ich es anschneiden kann. Und ich glaube, das mit ein bisschen Butter drauf, das macht schon ein perfektes Abendbrot. Ihr könnt da immer Salat dazu machen oder ihr macht es jetzt so wie ich morgen beim italienischen Abend rund um die italienische Küche. Ich zeige euch noch ganz kurz, was ich eben eine Pizza gezaubert habe. Die kommt jetzt als nächstes in den Backofen rein. Ich hatte kein Eiweiß mehr und keinen Tomatenmark mehr und ich habe jetzt einfach ein bisschen Frischkäse genommen, Kräuterkäse, habe das gemischt mit Ketchup. Den Käse gehobelt heute, oder nicht gehobelt, sondern im Thermomix geschreddert. Salami, eine Schafe draufgekommen. Es ist wirklich so eine Fantasiepizza heute geworden. Einfach was halt so im Kühlschrank, was der Kühlschrank noch hergegeben hat. Im Topf geht jetzt noch ein Weilchen der Teig für das Weißbrot. Also ihr seht, ich bin heute richtig fleißig und ja. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Vielleicht habt ihr Lust, dieses Brot nachzubacken. Versucht es einfach. Ich gebe euch noch einen Kommentar drunter, wie es geschmeckt hat. Eine gute Zeit euch allen. Tschüss, eure Martina.